Einen wunderschönen Samstagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19BG Team Challenge auf der Bergische Land. Zusammen mit dem Uwe, dem Boxe und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal meinen Sohn grüßen, denn der hat heute Geburtstag. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch! Wir singen jetzt aber nicht, okay? Nein. Okay. To you, happy birthday. To you, happy birthday. Okay. Gut. Das heißt, er hat am 2.10. Geburtstag? Jawohl, ja. Ah. Das muss ich mir erstmal notieren. Moment. Wie heißt er denn? Darf man das sagen? Nee, egal. Yannick. Ah, okay. J-A-N-N-I-K. Geburtstag, 2.10. Perfekt. Ja. Das ist auch so ein Name, ne? Da musst du echt immer fragen, wie es geschrieben wird, ne? Ja, von einer Arbeitskollegin der Sohn, der wird YANNICK geschrieben. Ja, das ist halt, ne? Das ist schwierig. Ich habe, bei uns gibt es jemanden, der heißt Dennis. So. Und man kennt sich, man spricht miteinander. Ich weiß, dass er Dennis heißt, alles super. Und irgendwann wollte ich Dennis eine E-Mail schreiben. Ich weiß auch, wie er mit Nachnamen heißt, guck ins Telefon. Ich denke, den gibt's nicht. Den findest du gar nicht. Das kann doch nicht sein. Du hast doch gerade noch mit ihm gesprochen, dass du ihm jetzt das schnell rüberschickst. Gehe ich zu dem und sag so, ey, ich finde dich nicht. Also ja, ich werde auch nur mit Ivan geschrieben. Ich so, ja super, danke für nicht. Dennis, okay. Genau, Dennis. Aber er sagt halt selber, ne? Hey, oha, ich bin Dennis. Und dann denkst du dir so, Alter, was ist denn los hier mit dir? Kann doch nicht sein. Gut, man hätte wahrscheinlich. Ja, sag ruhig. Man hätte wahrscheinlich auch nach Nachnamen gucken können im Telefonbuch, aber wenn du so eintippst und denkst so, düdüm, gibt's nicht. Kack. Ist ja, wo du gerade sagst, Nachnamen. Das ist ja bei meinem Nachnamen so. Den gibt's in 4 verschiedenen Schreibweisen. Und, das ist dann auch mal ganz lustig. Oh ja. Das stimmt. Das gibt es halt bei ganz vielen Namen und sonst was, ne? Das ist tatsächlich nicht einfach. Das fängt ja schon bei meinem Vornamen an. Schönen Gruß an die ganzen Zuschauer, die mich immer mit K schreiben. Das ist falsch. Ja, das ist halt aber auch das Problem. Also, das fängt zum Beispiel auch schon bei einem Mike oder sowas, der fällt mir gerade noch ein, ne? Da kannst du Mieke haben, da kannst du Mike haben. Kannst du nur verlieren bei manchen. Bei manchen Namen hast du echt. Die Arschkarte gezogen. Schwierig, das stimmt. Aber das boxt so gut, ne? Boxe gibt's, glaube ich, nicht in so vielen verschiedenen Schreibweisen. Nee. Optimal. Da meinten Boxes Eltern. Gut mit ihm. was kann das Kind schnell schreiben und nicht viel verkehrt machen? Nimm das einfach Boxe. Optimal. Ja. Ist das verwirrend mit dem Beitrag zu mähen? Ja, weil du natürlich dann andersherum lenkst, ne? Ja. Durch die Hinterradlenkung, ja. Ich kann das nicht. Soll ich das machen? Du bist aber noch nicht fertig, ne? Du musst es abbrechen, oder? Du musst abbrechen, ja. Ah, ich sehe gerade, da steht er, ja. Okay. Das heißt, hier haben wir beide Düngestufen drauf. Wir müssen hier auf jeden Fall gleich das Feld düngen. Da sind beide Düngestufen, da sind beide Düngestufen. Okay. Ja. Wir müssen, glaube ich, dann auch zügig wieder neues Futter für die BGA dran schaffen, Box. Wenn du fertig bist, sag Bescheid, dann helfe ich schnell beim Wegsammeln oder mach das schnell zwischendurch. Dass wir die BGA nochmal gefüttert bekommen, weil die wird über Nacht schon wieder, selbst mit dem, was du reingeschubst hast, schon lange wieder leer gelaufen sein. Wir müssen ja schließlich unseren Schnitt halten. Wie viele Folgen brauchen wir für einen Tag? Kann mir wahrscheinlich jetzt irgendeiner schnell aus dem Kopf sagen, ne? Aber ich wieder nicht. Wir spielen 12 Stunden bei einem Dreiervorlauf. Spät für Mathe. Weiß es einer von euch gerade, wie viele Folgen brauchen wir pro Ingame? Keine Ahnung. Ja gut.
Frag doch mal die Zuschauer, die wissen alles. Ja, wir fragen sie einfach mal, liebe Zuschauer, wie viele. Das müssten wir doch eigentlich wissen, Mensch. Stimmt, dass wir es nicht tun. Weiß ich nicht, 2-3 Aufnahmesessions? Ich glaube sogar mehr. Warte mal, in einer Viertelstunde schaffen wir 45 Minuten. Wenn wir das machen. So, bedeutet 16 Folgen. Müssten wir pro Tag spielen. Ja, okay, es sind also 3 und 1 quasi. 3 Wochen und ein Tag. Oder 3 Wochen Folgen und eine, so rum. Wir rechnen mal diese 1 Million, die wir verdient haben, ne? Durch 16. Geht ja relativ einfach. 62.000 haben wir im Schnitt dann gemacht. Ah, ist jetzt nicht so geil, unser Schnitt, ne? Nicht mal die Hälfte von dem, was wir bräuchten, Jungs. Ja doch, die Hälfte war es, ne? Stimmung so vermisst. Sehr, sehr gerne. Nein, ich wollte das einfach nur mal für uns, ne, damit wir wissen, das ist nicht die Stimmung von Miesenbox. Das ist heiß machen, alles geben, nochmal richtig Vollgas, Ansporn, sagen, Stacker, wir schaffen das. Und das ist sogar fast die Hälfte. Ne? Also es ist über die Hälfte. Wenn wir die 62 verdoppeln, sind wir bei 124. 117 braucht mir. Ich hatte eben noch die 170 im Kopf, deswegen sagte ich nicht die Hälfte. Das heißt, wir schaffen die Hälfte von unserem Schnitt. Das ist doch geil. Schaffen wir es halt nicht ganz im Zweifelsfall bis zum 22er die 10 Millionen, aber hey, mit keine Ahnung, 7 oder was kann ich mich auch anfreunden. Das muss erstmal uns einer nachmachen, ne? Wenn alle Stricke reißen, machen wir immer noch den Anti-Mate-Move und kaufen schnell alle Felder oder so. Aber nee, das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Das ist, glaube ich, einfach nur wasted money. Boxer, wie hättest du es denn gerne gleich? Soll ich erst schnell die Ballen dann auch sofort wegsammeln und verkaufen oder soll ich hier erst schnell Dünger draufbringen? Ich würde, glaube ich, düngen. Ja, ist so gut. Okay. Dann machen wir das so. Perfekt. So viel Gras, so viel Klee kommt jetzt nicht runter, finde ich. Ich weiß gar nicht, ist Klee je nach Wachstumsstufe, dass es mehr Ertrag bringt? Bin mir nicht sicher. Ja, wobei, ist schon mal nicht so leid. Ich hätte aber nur mal eine andere Frage, Jungs. Das ist mir eben so in den Sinn gekommen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, so über alles on demand, ne? So Video on demand, Music on demand oder eher so oldschool. Und jetzt so die Frage an euch. Also Oldschool-Kamera, also Digitalkamera oder sowas, oder Handykamera? Also für... Beides. Ja, eine Handykamera nimmt man natürlich, ich glaube, sowieso für den Schnappschuss zwischendurch, aber immer so im Urlaub oder sowas ist, so eher so Kamera mit rumschleppen oder einfach das Handy nehmen. Mittlerweile Handy, ehrlich gesagt. Weil du musst diese Kamera ja mitschleppen, ne? Alter, ich fühle mich voll alt unter euch beiden, ehrlich. Warum? Ja, ne, hier so, ich so, CDs, DVDs, Digitalkamera, ihr so, ja, alles digital, Handy, hast du nicht gesehen. Ja, also, irgendwie weiß ich auch nicht, ich fühle mich alt. Nein, also wir haben auch so eine Spiegelreflex zu Hause, ne? Ich habe die irgendwann meiner Frau geschenkt, weil sie gerne fotografiert, aber ich finde die Spiegelreflex auch wirklich toll, also auch wenn es nur ein Einsteigermodell ist, ne? Aber du hast halt den riesigen Nachteil, finde ich. Du hast grundsätzlich gefühlt nie das Objektiv drauf, was du gerade brauchst für irgendeinen Schnappschuss. Ne? Dann hast du das Weitwinkel oder sonst was brauchst du gerade gar nicht.
Und um die ganzen Objektive mitzuschleppen, hast du schon einen Rucksack auf dem Kopf, auf dem Rücken, so rum. nicht auf dem Kopf, sorry. Ich stelle es mir gerade vor. Ja, ich auch. Wie manch einer hat einen Wasserkanister, ich habe einen Rucksack mit Objektiven. Ist mir tatsächlich auch zu blöd, das mit rumzuschleppen, ne? Und auch zu schade, finde ich. Weiß ich nicht. Weil ich auch sagen muss, ich hatte vorher, war ich auf bei Android, habe jetzt seit knapp 2 Monaten bin ich bei Fraktion Apple gelandet. Ja. Ich muss gestehen, ne, ich habe das, kann man ja hoffentlich sagen, das iPhone 12 Pro Max und habe immer gelesen, die Kamera gar nicht so schlecht, ne? Ja, Pustekuchen. Also mein altes Handy war mit dem Zoom und der Video- oder Bildqualität 100-mal besser als dieses arschteure Telefon. Interessant, das konnte ich nicht sagen. Also ich hab das 11er. Also ja. War auch vorher Samsung. Besitzer war eigentlich immer so einer, der ja so früher immer so Apple brauchst du nicht und nee, komm, also auf diesen, da willst du gar nicht aufsteigen, aber ich muss sagen, es ist schon echt geil, also so ein Apple. Das habe ich auch, den Unterschied merke ich bei mir auch. Ich hatte vorher Samsung. Und jetzt habe ich ja dieses Xiaomi. Ja. Und das Xiaomi macht bessere Bilder wie das Samsung. Also ich hatte vorher einen Huawei P30 Pro, glaube ich, war es. Also Huawei hat ja eh richtig, richtig gute Kameras immer verbaut. Und das stimmt, ja. Also wenn du da reingezoomt hast, also ich habe halt bei mir relativ viel landwirtschaftliche Fläche außenrum. Ne? Und wer bei mir auf Instagram guckt, sieht ab und an mal so richtig schön reingezoomte Bilder, weil einfach der Bauer 500 Meter weit weg war und ich in der Zeit nicht mal schnell rübergesprintet bin. Aber es war noch, ich sag jetzt blöd, erkennbar so. Ne? Und wenn du das iPhone nimmst, dann hast du einen Pixelfleck gefühlt. Da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Da denke ich dann doch schon manchmal so, ey, jetzt die Spiegelreflex mit in die Hunderunde nehmen, falls du mal einen Schlepper siehst, ey. Aber machst ja auch nicht. Ich weiß nicht. Aber der Boxer, er hat gerade wirklich gesagt, er freut sich über sein Apple. Er ist zum Jünger geworden, könnte man ihm jetzt auslegen, oder wie? Ja, ich bin schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Also allein vom System her, was ja auch viele sagen, also es läuft rund, wirklich. Also es läuft wirklich rund. Also ja, ich war halt bei Android oder ja, ich, also vielleicht lag es auch am Samsung jetzt beispielsweise, aber ich hätte auch kein schlechtes Samsung. Aber ich finde es war eine gute Entscheidung. Also wie gesagt, ich war früher auch so einer, der gesagt hat, nee, also kaufst du die niemals, brauchst du nicht, sowas, ja. Zahlst du kein Geld für etc. Ich bereue es nicht, auf keinen Fall. Also was ich halt an iOS, also quasi dann ja auch an Apple gut finde, du hast halt einfach so ein Gerät, kannst du ganz entspannt 6 Jahre bestimmt betreiben und das wird immer noch mit Sicherheitsupdates versorgt. Ne? Und das hast du ja bei vielen Android-Handys nicht. Die kommen mit einer Android-Version. Wenn du Glück hast, werden die Top-Smartphones noch so 2 Jahre supported. Und danach waren die halt einfach, ne, waren sie da. So, und wenn du halt guckst, wie viele Sicherheitslücken es auf Android gibt und sonst was, dann, also ich mache sehr viel mit meinem Handy, so PayPal unterwegs, Online-Banking etc. pp. Ne? Also, mach ich echt ganz, ganz viel. Und wenn du dir dann so denkst, so, ja, weiß ich nicht, jetzt hast du irgendwelche Exploits, keine Ahnung, ob die ausgenutzt werden oder nicht. Patchen tut sich keiner. Das war tatsächlich eins dieser Kriterien, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich nochmal quasi zurück zu Apple und versuch's nochmal. Und im Dezember steigst du um? Auf was? Auf den PC, aus Windows 11. Ja, ehrlich gesagt muss ich gestehen, mich mit Windows 11 noch gar nicht auseinandergesetzt zu haben, ne, aber ich glaube erstmal nicht. Ist ja keine Pflicht, ne? Kann man automatisch ein Update nehmen, ne? Oder wie ist das? Nein. Ja, das war doch bei von 7 auf 10 war das. Ja, von 7 auf 10, genau. Von 8 auf 10, also 7, 8 auf 10 ging das. Nee, ich glaube, du konntest auch direkt von 7 auf 10. Ich hatte kein Windows 8.
Ja, nein, aber es gab ja Windows 8 auch. Und da konntest du auch kostenlos umsteigen. Also du konntest von 7 auf 10, von 8 auf 10, was auch immer. Von 9. Gab's 9? Nee, 9 gab's nicht. Nee. 9 gab's nicht. Wieso wurde das überschrieben? Ja, kurios. Gut, ihr Lieben. Windows 10 war so geil halt einfach. Ja, sorry, Marc. Ich hab die Klappe. Mach mal Schluss. Ja, ne? Machen wir. Ja, gut. Ihr Lieben, dann würde ich einfach mal sagen, was das für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wir sehen und hören uns dann morgen ein letztes Mal für diese Woche. Bis dahin, tschüss und bye bye. Mach's gut, tschüss. Ciao.